Hallo alle zusammen, heute kümmern wir uns um dieses Protein-Eiweißbrot. So sieht das Ganze aus und das hat nur 3 Zutaten. Man kann es natürlich verfeinern noch, aber das sage ich dann auch im Video, dass man noch Sonnenblumenkerne oder Leinsamen oder Chiasamen oder Kürbiskerne mit reingibt. Aber im Prinzip besteht es aus 3 Zutaten und wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unterm Video in der Infobox, aber es sind eh nur ganz, ganz wenige Zutaten. Das ist ja das Geniale an diesem Brot. Und zwar, jetzt muss ich mir gerade noch was besorgen. Wir brauchen entweder Quark oder Skier. Ich nehme jetzt Skier. Und der Ofen heizt übrigens auch schon vor auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Dann brauchen wir einfach Backpulver. Dann brauchen wir einfach Dinkelmehl. So, das sind die 3 Zutaten, die wir brauchen. Ich gebe jetzt einfach noch ein bisschen Salz dazu. Aber im Prinzip sind das die 3 Zutaten ohne das Salz, die man braucht. Und das muss jetzt einfach gut miteinander verknetet werden. So, und jetzt nehme ich einfach noch die Hand, so dass einfach wirklich auch zu einem Brotleib formen. Man kann natürlich das auch dann noch mit Sonnenblumenkerne verfeinern oder so, aber ich wollte jetzt einfach mal dieses schnelle Grundbasisrezept zeigen. Aber da kann man natürlich dann auch noch variieren. So, jetzt hole ich es mal raus. So, jetzt schneide ich das noch ein bisschen ein. Und dann geht es auch schon in den Ofen. Ja, und wir sind ja jetzt fertig mit dem Brot. Und das Brot war bei mir 30 Minuten im Ofen. Und ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach mal. Ich beiße da jetzt einfach mal wieder neutral rein, weil so kann man es am besten beurteilen. Super Brot, gibt überhaupt nichts zu sagen. Also lässt sich auch super durchschneiden, also man kann schön dünne Scheiben schneiden oder dass es irgendwie auseinanderbricht. Also ich kann es nur empfehlen. Deshalb, was soll ich mehr sagen? Macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!